Hallo und herzlich willkommen bei Schuhgelaber. Mein Name ist Christoph. Wie sieht unsere Zukunft aus? Welche Fertigkeiten und Fähigkeiten müssen wir, aber wir auch unseren Kindern beibringen? Was braucht es, um die Gleichheit und Freiheit im 21. und 22. Jahrhundert weiterhin Bestand haben zu lassen? Diese und weitere Fragen und spannende Antworten auf diese Fragen erfährst du in dem heutigen Video, wo ich euch das Buch 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert von Yuval Noah Harari vorstelle. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim Schulgelaber Buchclub, wo wir uns mit den Kernaussagen von großartigen Büchern auseinandersetzen. Und das Beste ist, am Ende des Videos könnt ihr das jeweilige Buch gewinnen. In dem heutigen Video schauen wir uns etwas genauer das Buch von Yuval Noah Harari an, 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert, etwas genauer an. Der Harari gehört zu den aufregendsten Denkern und Philosophen unserer Zeit und das Buch ist eine meiner absoluten Empfehlungen. Ja, um was geht es erstmal in dem Buch? Er beschäftigt sich erstmal mit den drängendsten Fragen unserer Zeit. In einer Zeit, wo eine Flut von Informationen auf uns hereinprasselt, geht es darum, diese Flut von Informationen ein bisschen näher sich anzuschauen und zu gucken, was kann ich aus diesen Informationen herausziehen, was benötige ich, um mich auf die Zukunft vorzubereiten? Was kommt vielleicht auf uns zu? Was wird benötigt, wo eine Masse von Informationen zu verarbeiten, ist die Klarheit eindeutig ein sehr machtvolles Instrument. Das Buch wird dir helfen, wenn du es gelesen hast, manche Dinge etwas klarer zu sehen und die Unebenheiten auf der Welt etwas ebener zu sehen. Ja, um was genau geht es in dem Buch? Das Buch ist aufgebaut mit insgesamt 5 Kapiteln. In den 5 Kapiteln geht es zum einen um die technologische Herausforderung, das ist das erste Kapitel. Dann geht es um die politische Herausforderung im zweiten. Im dritten um Verzweiflung und Hoffnung. Im vierten um Wahrheit. Und im fünften Bereich geht es um die Resilienz. Jedes einzelne Kapitel für sich, wie eben gerade schon dargestellt, beschäftigt sich mit einem Überthema, wo die einzelnen Punkte angeschaut werden. Und ihr werdet euch dann mit einzelnen Unterpunkten, wie man hier sieht, greift ihr die einzelnen Punkte etwas genauer auf. Und was ist naheliegendster, als uns einen Kernbereich mal etwas genauer anzuschauen? Und das wäre der Kernbereich Bildung, wie natürlich passend zu diesem Kanal. Wie können wir uns selbst, aber vor allen Dingen unsere Kinder in einer Welt, die sich stetig verändert, die sich immer schneller dreht, wo Informationen, die gestern noch wertvoll waren, vielleicht morgen oder ein paar Minuten später schon wieder völlig hinfällig sind, wie können wir unsere Kinder darauf vorbereiten? Wie muss sich Schule verändern oder kann sie sogar gleich bleiben? Yuval Noah Harari beschäftigt sich etwas genauer in dem Bereich und kommt dazu einem ganz klar und eindeutigen Punkt, dass unser Schulsystem, so wie es jetzt aufgebaut ist, dass wir Schülerinnen und Schüler mit vielen Informationen vollladen, unser Unterricht ist geprägt von Informationen, dass das heutzutage eigentlich nicht mehr und vor allen Dingen auch mit Blick auf die Zukunft gar nicht mehr von Bedeutung ist. Warum das Ganze? Früher waren Informationen natürlich sehr rar gesät. An Informationen ist es nicht leicht gewesen, heranzukommen. Von daher war jede Information, die man zusätzlich hatte, ein gewisser Vorsprung. In der heutigen Zeit, wo jegliche Information nur ein Tastendruck entfernt ist, eine Google-Suche entfernt ist, ist natürlich Wissen oder einzelne Informationen nicht mehr wirklich ein Vorteil bzw. vonnöten. Wichtiger ist es, dass man sich mit Fähigkeiten und Fertigkeiten beschäftigt, die Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche darauf vorbereitet, wie man mit Informationen umgeht. Da kommt er ganz klar zu einem Punkt und zwar beschäftigt er sich mit den 4 Ks. Das ist zum einen das kritische Denken, die Kommunikation, die Kollaboration und die Kreativität. Im Kern geht es darum, dass Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler zum einen sich darauf beschränken sollten, dass sie Informationen vernünftig verarbeiten können, sie analysieren können, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden und dann sich breit gefächert eigenständig auf die Informationssuche begehen. Das ist der Punkt, wo er sagt, dahingehend muss sich Schule bewegen.
Universell anwendbare Lebensfertigkeiten sollten im Mittelpunkt des Unterrichts und dem stehen, was wir Schülerinnen und Schüler beibringen. Und ganz spannend, das Buch ist im Jahr 2018 zum ersten Mal erschienen und da hat er schon darauf hingewiesen, dass eine der wichtigsten Fähigkeiten ist, die wir Kindern und Jugendlichen beibringen sollten, sich anzupassen. Ja, dass man schaut, Dinge zu lernen, mit unvertrauten Situationen umzugehen und mit schwierigen Zeiten ja ein inneres Gleichgewicht gewahren zu können. Und jetzt schauen wir mal in die aktuelle Corona-Situation. Und da hat der 2018 das schon hervorragend auf den Punkt getroffen. Genau das ist es, was Schüler und Jugendliche und Kinder in der heutigen Zeit lernen mussten. Sie sind von einem auf den anderen Tag, hat sich ihr normales Lernumfeld komplett verändert. Von früher mit allen Schülern zusammensitzen, war man urplötzlich darauf gezwungen, sein eigenes Lernarrangement zu finden, sich selbst zu organisieren. Und genau da sind auch die Punkte, die in der jetzigen Zeit, wo wir wieder so ein bisschen zu einem Normalverkehr zurückkommen, wo wir Schüler abholen müssen und ihnen die Dinge beibringen können, die wir vielleicht zur damaligen Zeit ihnen noch nicht beigebracht haben. Also er hat hier schon 2018 auf einen Punkt hingewiesen, der ja, jetzt urplötzlich eingetroffen ist. Also das unterstreicht wieder mal, dass der junge Mann ein durchaus smarter Mensch ist und der schon sehr weitsichtig in seinem Denken ist. Das Buch 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich habe es mehrmals gelesen und verschlungen und hat mich auf der einen oder anderen Reise begleitet. Und immer wieder einzelne Punkte haben mich zum Nachdenken angeregt und auch mein eigenes Handeln, auch meinen eigenen Unterricht sehr stark beeinflusst. Es ist eine absolute Empfehlung für jeden, der über den Tellerrand von Schule mal hinaufschauen will oder der allgemein sich mit der Zukunft beschäftigt. Das Buch ist relativ simpel geschrieben, beziehungsweise kurzweilig geschrieben, dass man schnell durchkommt. Die paar Seiten, die man weglesen müsste, sind so ungefähr 450, 460 Seiten. Die gehen relativ schnell zu lesen. Und viele Fragen, die aufgeworfen werden, ja, werden auch beantwortet aus verschiedenen Blickwinkeln und so, dass man auch noch sein eigenes Meinungsbild durchaus mit einfließen könnte. Also, absolute Empfehlung meinerseits. Ja, wie könnt ihr dieses großartige Buch jetzt gewinnen? Relativ simpel, ihr kennt das Ganze ja. Einfach einen Kommentar unter dem Video hinterlassen und dann werde ich nach einer Woche einen zufälligen Kommentar auswählen. Der hat dann gewonnen. Den pinne ich dann oben einfach an und dann muss ich die Person binnen einer Woche bemelden. Wenn das nicht geschehen ist, dann gibt es einen neuen glücklichen Gewinner. Es lohnt sich also immer wieder vorbeizuschauen. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen oder auch mal eine Buchempfehlung an mich, dann haut's raus in die Kommentare. Zählt dann auch logischerweise als Teilnahme und dann freue ich mich aufs nächste Video mit euch. Bis dann. Ciao.